Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Schminkvideo von mir. Mein Schildchen steht, alles was ihr seht ist selbst bezahlt. Ich möchte mich heute mit der Essence Dancing on the Milky Way Palette schminken. Sieht die nicht geil aus? Die LE gibt es auch ganz aktuell. Und ich finde diese Verpackung schon mega geil. So sieht das alles aus. Wie das schimmert und flackert, und ja, das sind natürlich die Farben dazu. Die will ich euch nicht vorenthalten. Ja, ich weiß noch überhaupt nicht, was ich machen werde. Doch, ich werde mein Auge ein bisschen vorarbeiten. Das kennt ihr aber doch schon von mir. Ich weiß auch nicht, ich meine, ich schmink mich gerne mit euch, aber ich weiß auch nicht, da fast immer alles gleich ist, außer vielleicht bei ein, zwei Produkten anders, ob euch das nicht zu langweilig wird. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, damit ich das auch weiß. Weil bringt ja nichts, wenn, ja, ich meine, ich mache das für mich, aber bringt euch ja nichts, wenn ihr da was seht, was ihr nicht sehen wollt, ne? Ja, achtet nicht auf meine Pinsel. Die muss ich heute ganz dringend waschen. Das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Setten tue ich mein Auge mit diesem Ton hier. Ganz ruhig. Ja, heute ist wieder so ein Tag, wo du dir denkst, Steffi, alles mal dreimal langsamer machen. Sonst geht das alles in die Hose. Die Farbe ist schön. Seht ihr den Unterschied? Ist ein ganz kleiner, nur aber schön. Ja, was kann ich euch erzählen? Unsere Stadt oder unsere Gegend, wie auch immer, ich glaube, die besteht zurzeit nur aus Baustellen. Da könnte ich ja abkürzen. Also wenn du jetzt so in eine größere Nachbarstadt fährst, da ist man das gewohnt. Also das kennen wir nicht anders, aber in unserem Käfgen hier, das ist ja grausam. Da willst du dann irgendwo hinfahren und dann auf einmal Baustelle, Sackgasse, wo du denkst, nee, da musst du dann Umwege fahren und ist ja nicht so, dass der Sprit günstig ist, ne? Ja, aber was willst du machen? Machen wir heute mal was Dezentes? Machen wir heute mal was Langweiliges? Ich bin gerade am Überlegen. Lasst mich mal kurz eben überlegen. Ich habe keine Ahnung, was es geben soll. Ich nehme einfach mal den Ton hier. Nehme ich den Ton. Oh, ich mache das einfach mal. Machen wir. Upala. Ganz in Ruhe hier. Machen wir einfach mal. Ja, sonst, mein Auto war heute mal nicht zugefroren. Ich glaube, wir haben, ja, jetzt haben wir 4 Grad, heute Morgen hatten wir 3, schieß mich tot. Das war also vollkommen okay. Das war vollkommen okay. Ja, sonst habe ich von gestern bis heute nicht viel Neues erlebt. Also kann ich nicht viel erzählen oder was Interessantes erzählen, wie auch immer.
Jo. Sieht halt ungefähr gleich aus, außer dass das jetzt hier ein bisschen drüber ist. Sieht halt in ungefähr doch, ne? Ungefähr ist das gleich. So. Tja. Wie machen wir das denn? Da, di, da, di, da, di, da, di, da. Ist gar nicht so einfach. Erstmal als allererstes ein Pinsel suchen. Wie immer. Dann gehe ich in den Goldton. Gucken, wenn ich den feucht mache, ob der dann ein bisschen besser rüberkommt. Also wir alles testen. Ja, wenn man den feucht macht, kommt er ein wenig besser rüber. Nicht viel. Aber man sieht es doch, ne? Joa. Heute steht nichts mehr an, doch ich muss einmal kurz in die Stadt mit dem Lenny. Aber sonst steht nicht wirklich weit an. Sonst ist der Tag spontan. Wenn dann irgendwie und irgendwo was ansteht, jemand, ja, wie sagt man, wenn eine Freundin kommt und was unternehmen will oder meine Schwester, mal gucken. Aber sonst steht nichts an. Sieht das irgendwie Ich weiß noch nicht, wie das so aussieht. Ach ja, ich glaube, heute ist nicht so mein Tag. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal hier das Lila. Wow. Also, das ist super pigmentiert im trockenen Zustand. Ich glaube, heute mache ich mal nicht ganz so. Nicht ganz so viel Tamtam. Das war mir klar. Habe ich euch doch gerade erzählt. Heute ist wohl nicht so mein Tag.
versuche ich, das Gold nochmal mit dem Finger aufzutragen. Ja. Also ich würde sagen, mit dem Finger klappt am besten. Aber man muss ja erstmal gucken. Das ist ja auch nicht jede Farbe, die mit dem Finger gut aufgetragen wird. Ja, dann verblende ich jetzt da oben nochmal. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, mein Pinselchen? Nimm nochmal hier diesen hellen Ton. Geh nochmal hier die Kanten lang. Das sieht doch schon anders aus. So, dann nehme ich meinen ganz dünnen Pinsel. So ein hier. Und gehe nochmal in das Lila. Also wie gesagt, Pigmentierung ist super. Gib mir das am unteren Wimpernkranz. So sieht das dann jetzt aus. Jetzt überlege ich, ob ich... Ne, das lassen wir heute mal einfach so. Ich gehe jetzt hin und trage mir hier wieder meinen Pore Minimizer auf. Den möchte ich ja, wie ihr die letzten drei Videos auch gesehen habt, leer kriegen. Weil eigentlich soll man ja das, was man sich holt, auch leer machen. Sollte. Jo, kann ich euch dann, das Wetter, das ist heute sehr traurig. Also nichts mit Sonne scheint, zumindest jetzt noch nicht. Wir haben, wie spät haben wir, 9:45. Das ist jetzt noch sehr, sehr traurig. Aber mal gucken, was noch kommt. Und ja, traurige Tage muss es ja auch geben. Ne? Wäre zu schön, wenn alles Sonnenschein wäre. Fühlt sich das schön weich an. So könnte man sich mein Gesicht immer anfühlen. Aber heute werde ich es mal benutzen, mein Catrice Camouflage Gel, um hier den schönen Hugo abzudecken. Nein, ich schminke mir nicht das Gesicht damit. Falls das der ein oder andere denken sollte. So, dann haben wir das. Dann nehme ich heute auch noch ein ganz bisschen Make-up. Ihr seht da, jetzt bin ich schon überlegen, habe ich die Augenbrauen mal vorher gemacht oder nachher? Nachher, ne? Och, jetzt machen wir das einfach mal nachher. Pinsel einmal kurz anfeuchten. Jetzt habe ich ja
mein Gesicht direkt vor dem Video eingecremt. Direkt eingecremt, mit dem Pore-Minimizer gearbeitet. Und jetzt hatte ich gestern nicht dieses Gefühl von, ja, dass das mein Gesicht so trocken ist, so maskenhaft ist das und so ganz komisch. Gefühl habe ich jetzt mal nicht gehabt. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, woran liegt das dann, ne? Ist natürlich auch schön. Blöd. Da läuft er mich herunter. Ja, ich glaube, man weiß nie wirklich, was machst du richtig, was benutzt du richtig. Da muss man sich einfach irgendwie selbst durchfuchsen. So. Und ich habe von dem halben Pumper immer noch produziert. Nehme ich mal mit dem Pinsel auf, weil die jetzt gleich gewaschen werden. Damit mir das jetzt nicht hier mit dem Handtuch drüber über den Tisch läuft. Und jetzt kommt genau das, was ich nicht wollte. Ich will einen anderen Pinsel nehmen. Sieht das genau hier so aus. Bin ich fleckig, ja. Lassen wir so. So. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich habe doch vorhin gesagt, so ein Braunton war das der hier, den ich hier oben drüber habe, in der Lidfalte. Oder drüber. Jetzt sieht er so leicht lila-mäßig aus. Oder ich habe einfach nur das Gefühl, das sieht so aus. Jetzt gehen wir nochmal einmal kurz in das Lila. Beiden Seiten. Und mit demselben Pinsel mache ich da meinen sauber. Zack, wie gut das hier ein Tuch liegt. Geh ich noch mal in das Gold rein. Und gib es mir im vorderen unteren Wimpernkranz drauf. So, genau. Jetzt mache ich mir meine Augenbrauen. Naja, ist ja nicht jeder Tag gleich, ne? Die ist schön rund, die ist kantig. Aber wer will schon Zwillinge im Gesicht haben? Wer will das schon? Geschwister reicht doch. Ja, so sieht das jetzt aus.
Heute werde ich einfach nur mit diesem I Love Extreme Crazy Volume Mascara die Wimpern tuschen. Alles ganz einfach. Solche Tage muss es doch auch mal geben, oder? Obwohl ich sagen muss, ganz am Anfang, als ich da anfing mit den Farben, dachte ich, na, was soll das geben, Steffi? Aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht schlecht. So, sieht das jetzt aus. Highlighter als Highlighter, ganz in Ruhe, Steffi. Benutze ich den, den ich wieder nicht aufkriege, von Reval de Lubiang, den Under the Sea. Und als Blush, den Silky Touch Blush in 10, wie heißt der, Adorable. Ja. Den benutze ich heute. Erstmal vorsichtig rein. Ja, das sind welche, die kann man schichten. Also da kann man so ruhig erstmal drin rumrühren in dem Pott. Finde ich jetzt zumindest. Dann gib dir Blushes, die guckst du nur an, da bist du schon overblushed. So, jetzt kommt der Highlighter, jetzt kommt das Highlight des Tages hier. Ich muss sagen, ich finde den wirklich richtig schön. Der ist toll. Zack, zack, zack. Kann man nie genug von haben, oder wie war das? Jetzt hole ich mir noch einen kleinen Pinsel. Nehme ich den oder nehme ich den? Oh, ich nehme jetzt hier so einen. Gehe in den Highlighter rein. Und setzen wir den im Augeninnenwinkel. Wenn wir schon einmal dabei sind, highlighten wir auch hier unter der Braue. Jo. Das sieht doch gut aus. Und zum guten Schluss, benutze ich von Essence den Kiss the Unicorn Lipstick. Das ist Lilla. Jetzt habe ich Pinky-Farben. Pinky-Lippen, nicht Pinky-Farben. Sprühen wir einmal. Weil das Gesicht fühlt sich direkt danach erstmal trocken an. Ohrringe habe ich natürlich auch. Schöne, schwarze, große Ohrringe. So sind nicht. Ja, so sieht mein heutiger Look aus. Ich finde den ganz gut. Nicht erschrecken, ich hole euch jetzt ran. So sieht das jetzt aus. So sieht... Oh, ja.
Das war mein heutiger, nein, ist mein heutiger Look, aber das war mein Video dazu. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!